Hallo, liebe Fans und Zuschauer. Und willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Und ich gehe jetzt ganz schnell in Canyon, weil es dort in der ersten Nacht ein Lied gibt. Aber ich befürchte fast, dafür bin ich schon wieder zu spät dran. Weil wir schon 3 Uhr in der Nacht haben. Ach, da bist du. Epona, ich brauch dich. Das war sehr schnell. Ich möchte mir jetzt nämlich ein paar Sachen holen. Auf dem Friedhof von Ikana, so heißt der. Und ja. Dazu brauche ich die Nacht. Ansonsten habe ich ein klitzekleines Problem. Ich denke sowieso, dass wir jetzt erstmal den Friedhof machen werden und danach in der Zeit zurückreisen werden. So, zack. Da drüber. Oh nein, jetzt bleibt die hängen. Ey, du bist doch so doof. Oh, geil. Das hat mich die Knochen verdreht. Ey, boah. Ey, Puna, was machst du? Ich muss da drüber. Okay, pass auf. Pass auf, Schätzchen. Ja, danke. Boah. Und ich dachte schon, ich komme da jetzt nicht mehr rüber. Aber okay, was hat das für einen Effekt, wenn mich so eine doofe Fratze trifft? Ja, ich kann mein Schwert nicht bekommen, weil ich verhext bin. Und ich dachte immer, man darf reden. Aua. Ah, nee, ich bin immer noch verhext. Verdammt! Aber ich kann nicht verhext sein. Na gut, gehen wir einfach hier hin. Denn das hier ist der Friedhof von Ikana. Dem vierten Gebiet. Ja, das vierte Gebiet ist das Canyon-Gebiet und heißt Ikana. Und hier gibt es ziemlich viele Masken. 4 Stück, um genau zu sein. Die sind aber alle Story. Und hier gibt es gleich die erste davon. Ach, kommt. Ihr seid sowieso schon tot. So. Ja, und jetzt geht es um diesen Typen da. Um diesen Typen. Kann man auch hier mal so lesen, dass hier was steht. Jener, der mich erweckt, soll gegen mich im Kampf bestehen. Erst dann werde ich die Wut der Flammen ersticken. Okay. Jetzt brauche ich Pfeile. Und, die Ocarina. Ich hoffe mal, dass dieser verdammte Zauber endlich aufhört zu wirken. Hör auf zu wirken, Zauber. Naja. Also gut, wir haben ein Lied, was in Schlaf gefallene Leute aufweckt. Richtig. Die Sonate des Erwachens. Oder hieß sie überhaupt so? Doch, Sonate des Erwachens. Und ihr seht schon, er wacht auf. Mal was ganz Neues. Ach ja, stimmt. Hasenohren. Die sollte ich vielleicht auch noch nehmen. Schnell, Hasenohren. Mach doch nicht auf die Pfeile, du Horst. Auf die Ocarina. Noch ran, eine Karfeißmaske. Was soll ich denn mit... Jetzt geht er raus aus dem Menü, ey. Was ist denn mal schon wieder los? Okay, jetzt kommen hier solche Flammenwände. Geh weg. So, hier kann man auch mit den Pfeilen beschießen, damit er auf einen wartet. Warte auf mich. Zack. Du hast keine Chance gehabt. Na, wie sieht's aus? Warte! Ich gebe mich geschlagen! Steck deine Waffe weg! Die Armee von Ikana befehligt. Man nannte mich Skulketa. Oder Skulketa. Weil die Schande eines verlorenen Kampfes in unserem Reich auf mir ruht, habe ich hier auf jemanden gewartet, der meine Seele erwecken würde. Mhm. Junge Krieger, der du mich erweckt und besiegt hast, ich verlasse mich auf deine Stärke, um meine Bitte zu erfüllen. Ich bitte dich, nimm meine Seele, die dort in den lodernden Flammen ruht.
Trage meine Worte zu meinen Leuten, die mir auch im Tod noch treu ergeben sind. Du bist von einem Typ geschlagen worden, der Hasenohren trägt. Sag ihm, der Krieg ist vorüber. Dann erst werde ich zufrieden in den ewigen Schlaf driften können. Wir spielen leider nicht Mario Kart. Hauptmann, Sir! Darf ich abtreten, Sir? Vielleicht. Warten wir mal auf ein Zeichen von Link. Der kann immerhin auch noch die Zeichensprache. Na los, gib ihm mein Zeichen. Er steht bloß dumm da. Ja! Jawohl, Sir! Okay, den Typen werden wir los. Aber... Wir nehmen erst noch seine Seele mit. Ja. Denn seine Seele ist eine Maske. So dumm wie es klingt. Seine Seele ist eine Maske und jeder Beweis. Nein, seine Seele ist kein Herzteil, sondern eine Maske. Und zwar... Du hast den Helm des Hauptmanns erhalten. Drücke C, um ihn aufzusetzen. Die Geister hunderter Soldaten leisten diesem Symbol der Autorität gegenüber ihren Treueeid. Ja, und mit dem können wir nun Knochengänger befehlen. Für die Leute, die nicht wissen, was Knochengänger sind. Ja, sieht auch ziemlich gruselig aus und so. Nee, aber... Wenn wir die tragen und nachts auf dem Friedhof sind, können wir Knochengänger befehlen, Gräber zu öffnen. Und es gibt jeden Tag ein neues Grab, was wir öffnen. Da sind dann meist schöne Sachen drin, wie zum Beispiel ein neues Lied, Herzteile und sogar immer eine Flasche. Huch! Ah, Hauptmann, Sir! Verzeiht mir, Sir! Der Hauptmann ist da! Habt Acht! Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir! Wir haben diese Gräber streng bewacht, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet, Sir. Was wollen wir tun? Bewacht das Grab. Nein, öffnet das Grab. Es öffnen? So Befehl, Sir. Alle Mann zu mir. Und deshalb wollte ich in der ersten Nacht hier, damit wir dieses Grab hier öffnen können. Okay. Mehr brauche ich nicht. Ich will einfach bloß da rein. Und in diesem Part werden wir uns sowieso nur mit den Gräbern beschäftigen. Mit nichts anderem voraussichtlich. Und ja. Gut. Oh shit. What the fuck? Jetzt bräuchte ich sowas wie Dins Feuerinferno oder sowas. Aber ich habe nicht so einen Mehrfachangriffszeug. Aber ich habe die Wirbelattacke. Ich habe einen Rüstungsschutz auf. Boah, wie viel sind denn das? Waren das alle? Nein. In your face. Boah. Wie viele denn noch? Hallo. Boah, waren das jetzt alle? Danke. Gib mal was Schönes. Na danke. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Geld. Boah, das letzte, was man in dem Spiel braucht, ist Geld. Ach nö, nicht wieder Feuerpfeile, nur weil ich keine Dekostäbe dabei habe. So, ja, habe ich. So, ich weiß jetzt schon, was kommen wird. Nämlich ein Mini-Boss-Fight. Rüste ich auch mal zur Sicherheit. Oder nein, ich trete als Hauptmann gegen den Mini-Boss an. Der Mini-Boss braucht, naja, nicht so viele Treffer mit dem Schwert, aber... Jetzt
die uns verdammt viel ab. Es ist der Eisenprinz, den wir auch schon in Ocarina of Time kannten. Und der zieht wirklich verdammt viel Herzen ab. Zuerst einmal müssen wir seine äußere Rüstung abbringen, das wir jetzt geschafft haben, und dann wird er etwas schneller und so. Wow. Allerdings. Aha. Oh shit. Alter Schwede, bist du stark. Ich hatte dich nicht so stark in Erinnerung. Nicht schlecht. Okay, ein Vorhang geht auf. Was hier wohl ist? Bist du der eine, der meine Seele befreit hat? Ein Geist. Was ganz Neues auf einem Friedhof. Einst diente ich dem Königshaus von Ikana als Komponist. Mein Name ist Moll. All die Lieder, die mit der königlichen Familie verbunden sind, haben mein Bruder und ich komponiert. Oh du, mein lieber Bruder. Er verkaufte seine Seele an die Finsternis. Er war es, der mich hier einschloss. Und das nur, weil er sich nichts leisten konnte, ne? Der du die Toten nicht fürchtet, lerne nun die Melodie, die hinter mir geschrieben steht. Siehst sehr blass aus, solltest mal zum Arzt gehen. Und triffst du jemals auf meinen Bruder, dann bitte ich dich, um ihm dies mitzuteilen. Die tausend Jahre voller Regen, welch mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. So lautet meine Bitte. Okay, es scheint ein zerstörerisches Lied zu sein. Und dasselbe Lied gab es bereits in Ocarina of Time. Okay, jetzt frage ich mich, ob der automatisch die Ocarina zuckt, aber es sieht sehr stark danach aus. Die tausend Jahre voller Regen, welch mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. Hier steht das Lied geschrieben, das seine verwunschene schwarze Seele reinigen soll. Bewahre dieses Lied tief in deinem Herzen. Ah, unten oben. Ah, unten oben. Ah ja, das Lied ist so geil. Du hast die Hymne des Sturms gespielt. Ja, damit haben wir alle 5 Questlieder. Du erinnerst dich an die Hymne des Sturms. Du kennst diese Melodie. Es ist eine aufbrausende Hymne, die Flüche davonbläst. Und ich dachte, das wäre immer das Lied der Befreiung. Aber okay. Hey, Bomben, nehme ich mal mit. Okay. Ja, dann gehen wir wieder und rufen die zweite Nacht dabei, damit wir ein weiteres Grab öffnen können. Würde ich jetzt mal sagen. Mann, es ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Ich glaube ja nicht, dass wir heute noch alle 3 Gräber öffnen werden. Aber okay, ich werde es versuchen. Okay, jetzt Ocarina. Und wir reisen zum zweiten Tag, also eine Stunde in die Zukunft. Wow, das nenne ich mal einen Unterschied. Eine ganze Stunde. So. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Okay. Fledermäuse! Nacht! Nacht! Ich will die Nacht. Das sind wenigstens keine Fledermäuse. So, Nacht des zweiten Tages. So, jetzt sind die Knochengänger wieder da und jetzt können wir ins zweite Grab reinschauen. Lucky Lucky machen im zweiten Grab. Nacht des zweiten Tages. Das verbleiben 36 Stunden. Okay, das Grab ist Grab Nummer 2. Huch! Ah, Hauptmann, Sir! Verzeiht mir, Sir! Ich glaube schon wieder dasselbe. Na, willst du wieder Grab öffnen? Ja, öffne das Grab. Das überrascht mich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? War gar nicht uncool. Okay. Mach's einfach mal auf. Ich tue es nochmal inspizieren. Ich habe einen Durchsuchungsbefehl.
der Hauptmann. Da darf man mal in solche Gräber reinschauen. Okay, Grab Nummer 2 hat etwas Wertvolleres als ein Lied. Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Nein, keine leere Flasche, das ist auch toll, aber nein, ein Herzteil. Jetzt brauche ich bloß das Auge der Wahrheit. Und Pfeile wären auch nicht schlecht. Ja, also. Im zweiten Grab wird sehr stark mit dem Auge der Wahrheit gespielt. Unsichtbare Fledermäuse sind ja mal sowas von aus der Mode. So, unsichtbare Skulltula sind nicht mehr. Unsichtbare Fledermäuse, hast recht. Eieieiei. Eure Tricks, ne? Dann alle neuer. Okay, ich habe noch eine Fledermäuse. Ach, die hängt da drunter. Na, das ist toll. Ach nee, die hängt da. Hab ich gerade bloß nicht gesehen. Lol. Schieß auf sie und plötzlich hängt sie hier oben. Ja, die Logik in Videospielen. Wenn es die halt noch gäbe. Okay. Ach so, da brauche ich Bomben. Ups. Fail. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Ach, ist schon wieder eine von der Sorte. Boah, das sieht ja hier nicht so richtig unheimlich aus. Boah, ich glaube, der Weiße ist etwas stärker. Am besten ist es immer, wenn du nach vorne schlägst. Wenn du eine Zeit wärst, du rauchst. Oh, Alter! Wie soll ich denn ausweichen? Alter! Jetzt reicht's mal. Jetzt nehme ich Hasenohren. Und es ist mal scheißegal, ob mich irgendjemand damit sieht. Alter, der geht hier so ganz ab. Zack! Mit den Hasenohren hast du gegen mich keine Chance. Also wenn ich die Hasenohren hab. Okay. Eine große Kiste und wir bereits verraten. Ja, ein Herzteil für uns. For me. Yes. Wir haben eins mehr. Okay, dann brauchen wir noch ein weiteres und haben danach einen neuen Herzcontainer. Oder willst du mir jetzt nicht sagen, dass ich den ganzen Scheiß nochmal zurückgeben darf? Leckerlich. Ich darf jetzt hier nochmal alle Gegner. Ja, genau, ey. Boah, leck mich doch. Leck mich doch. Zack. So, jetzt aber. Kommst du hier hoch? Das ist jetzt kein Ärger mehr. Auch nicht. Tschüss. Du auch nicht. Tschüss. Mein Gott, ey. Okay, dann verabschiede ich mich schon mal für den Part. Im nächsten Part machen wir noch das dritte Grab und reisen dann in der Zeit zurück. Hätte ich jetzt gesagt. Oder? Ja, mach mal. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann und ciao bei Zelda Majora's Mask.